Hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Entschuldigt das Flackern. Ich habe gerade mein Schminktischlicht an. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen und heute passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und ich freue mich. Genau, ich dachte, ich nehme euch mit der Kamera mit und zeige euch, was heute passiert. Ich würde sagen, ich sage euch gleich, was passiert, aber als erstes mache ich mich jetzt erstmal zu Ende fertig. Wir haben mittlerweile 8:30 Uhr. In einer Stunde geht's los. Und genau, ich mache mich jetzt erstmal zu Ende fertig. Die kurze Planänderung, ich hatte irgendwie 10 Uhr verstanden, aber anscheinend ist es doch 15 Uhr, deswegen werden wir jetzt erstmal unsere Sachen machen und für euch geht es aber gleich, also jetzt weiter. Max hat gerade angefangen, ein Video von mir von vor 2 Jahren zu gucken. Ich habe gesagt, mach schnell aus. Ich höre mich da so komisch an irgendwie. Auf jeden Fall, während wir jetzt noch die Zeit nutzen, mache ich jetzt 30 Minuten Hula Hoop. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das habe ich euch auf Instagram schon gesagt. Ich habe meinen Hula Hoop-Reifen bestellt. Mittlerweile bin ich bei 30 Minuten am Tag. Und genau, am liebsten mache ich das morgens, weil abends fehlt mir manchmal einfach die Motivation. Ich mache es dann trotzdem, aber morgens kann ich mich einfach besser motivieren. So, wir sind mittlerweile schon unterwegs. Die haben uns abgeholt. Ah, Angelina ist schon ganz aufgeregt. Ach ja, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es nicht geht. Wir holen heute eine Katze ab. Das habt ihr glaube ich, schon im Titel gelesen. Und zwar bekommt meine Schwester eine neue Katze. Ja. Bin gespannt. Ich freue mich. Die ist auch voll süß. Ich habe sie noch nicht in echt gesehen. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg. Wir haben noch mal kurz angehalten. Wir holen noch mal kurz ein paar Leckerlis. Und ja, wir haben noch genug Zeit. Deswegen gleich geht's weiter. Angelina geht jetzt einmal rein und holt die Katze. Wir warten hier, damit das gleich nicht zu voll wird. Genau, wir warten hier und ich bin gespannt. Ich hoffe, sie braucht nicht lange. Wir haben hier gerade so eine richtig rutschige Stelle entdeckt. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Oh mein Gott, ist alles Eis. Oh mein Gott, ich sehe sie. Ich gehe dir mal entgegen. Hallo, Bobo. Schnell ins Auto, es ist eiskalt, man sieht mir gar nichts. Oh mein Gott, wie süß kann man sein? Angie, bist du happy? Ja. Das ist so süß, voll wunderschön. Hier gibt es schon das erste Leckerli, nicht, dass ihm gleich schlecht wird. Eins. Er guckt die ganze Zeit doch zu dir, ich sag immer sie. Ich weiß nicht, warum. Er liegt da süß, er will nicht. Ich glaube, er hat gerade ein bisschen Angst. Aber gleich bist du zu Hause. Ich kann nicht aufhören, ihn anzugucken. Er ist so unglaublich süß. Ich liebe es, wenn die Augen so weiß umrandet sind. Sieht immer so süß aus. Mal lassen. Oh. Die Katzenmilch. Ich konnte nicht mehr aushalten. Ich musste ihn streicheln. Schön flauschi. Kannst du dich bitte umdrehen? Oh, guck mal, wer wieder wach ist. Hör auf. Schon kamerascheu? Nee, ist Kameras. Er hat gerade noch so süß mit mir gespielt. Ich würde sagen, let's go home. Wir sind angekommen. Guck mal, er guckt schon. Er riecht. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Und Lina nimmt auch auf. Willst du mal aufmachen? Ja, warte. Oh. Traut sich noch nicht. Süß. Oh, wie klein er ist. Hauptsache erstmal spielen. Kleine. Keine Ahnung, wo er ist, aber erstmal spielen. Jetzt erkundigt er sich. Er sucht die Ecke, wo er machen kann. Oh, Gott, wie klein. Und das Essen lecker lieb. Ich packe mal meine Hand daneben hin. Ja, ich habe nichts zu essen. Und weiter spielen. Jetzt gibt es noch eine Stärkung. Richtig lecker Döner. Ich habe hier Besuch bekommen. Okay, jetzt bekommt Angelina. Hallo du. Und weg ist er. Ein bisschen von Mehl, also ganz normale Mehl. Und da hatte ich noch kurz Lieblingsplatz gefunden. Best Friends geworden. Du möchtest lieber spielen, ne? Oh, ein Kuscheln. Ich glaube, er hat seinen Lieblingsplatz gefunden, hier oben auf der Couch. Ja. So ein kleiner Cutie Pie. Tommy ist da. Tommy!
Er hat es immer noch nicht gesehen. Hallo Tommy, hier ist er. Also Teddy faucht. Er hat gefaucht. Teddy hat gefaucht. Ja. Tommy, bist du blind? Du passt da zum Pulli. Jetzt. Hä? Ich juck die nicht. Jetzt. Jetzt. Kann ich mal absetzen beide? Nein, ich hab Teddy. Ui. Wer ist das? Tommy. Uff. Das ist normal. Oh, gut. Ich glaube, ich habe Angst vor Tommy. Also. Oh, doch. Ich meine Freunde, die meinen Tom Titi. Oh, ja, wohin willst du denn? Ah, hallo. Kratze. Nein, also er kratzt sich fest, aber es tut nicht weh. Wohin gehst du nur? Hm? Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah. Mittlerweile haben wir den nächsten Tag. Gestern war einfach so ein unglaublich süßer Tag. Wir konnten einfach nicht aufhören, Bilder und Videos von ihm zu machen, also von Teddy. Er ist immer so süß, wir haben so viele Bilder gemacht und da sind auch einige richtig süße Bilder dabei, die blende ich euch jetzt einmal ein. Das ist ein Pipi. Ihr habt beide das gleiche Muster auf dem Kopf. Ja, das waren die Bilder richtig süß. Und bei mir kommt jetzt auf Instagram noch ein Bild mit Teddy online. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Meine Haare sind gerade irgendwie komisch. Ich lade auch ein TikTok hoch. Und das TikTok lade ich auch als Reel bei Instagram hoch. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Und genau, bei Angelina natürlich auch. Sie hat auch ein Video gemacht. Guckt dort auch gerne bei ihr vorbei. Ja, genau, mit Tommy haben die sich noch nicht angefreundet. Aber ich denke, das kommt noch. Das war mit Bella am Anfang genauso. Tommy hat Bella am Anfang, also Bella war halt an Katzen gewöhnt, Tommy aber nicht an Hunde. Und Bella ist dann halt richtig freudig zu Tommy gelaufen. Und Tommy hat erstmal eine richtig reingehauen. Danach hat sie auf jeden Fall Respekt vor ihm gehabt. Und ja, mittlerweile sind Tommy und Bella beste Freunde. Also ich denke mal, dass Teddy und Tommy sich auch noch anfreunden werden, wenn sie eben nicht beste Freunde werden, aber dass sie halt miteinander leben können. Tommy ist ja auch eine Draußenkatze eher, also er ist mehr draußen als drin und Teddy ist eine Hauskatze und genau, ich denke mal, das wird auf jeden Fall werden, aber ich denke, das ist nicht das letzte Video auf meinem Kanal, wo ihr ihn sehen werdet. Yes, ich freue mich auch schon, ihn bald wiederzusehen. Das ist einfach so süß, Babys sind so süß und ihr müsst mal auf seine Ohren achten, die sind so umgeklappt und Angelina meinte, die bleiben so. Ich finde das einfach nur so niedlich. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Haustier habt, egal ob Katze, Hund, Meerschweinchen, whatever. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, was auch mit diesem Video. Ich hoffe, sehr, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst ein Video gerne noch oben. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!